Das perfekte Geschenk. Ist das mein Geburtstagsgeschenk? Wie niedlich! Aber es ist ein bisschen dreckig. Jetzt ich! Nein, nein, ich bin dran. Du hast mich ausgelassen. Herzlichen Glückwunsch, Candy. Au, wo ist Candys Eiscreme? Herzlichen Glückwunsch, Candy. Lecker. Danke, Sascha. Es gibt noch mehr. Zwei Geschenke. Wie großzügig von dir. Hier ist doch ein Frisbee. Eine Schürze, ein Würfel, eine Küchenuhr. Oh, Vorsicht, es fällt runter. Das war ein Zufall. Jedes Unglück hat auch sein Gutes. Sascha, du machst immer so viele Geschenke. Ich liebe es einfach. Naja, das war's. Zum nächsten Geburtstag macht jeder nur ein einziges Geschenk. Und das ist selbst gemacht? Aber ich kannte was doch gar nicht. Nein! Wer hat als nächstes Geburtstag? Meiner, meiner, meiner! Wessen Idee war es, dieses Loch zu graben? Ich falle immer wieder rein. Ideen für Dreamless Geschenk. Ein Wecker, ein Xylophon, Karaoke-Eiscreme, ein Roboter mit Regenschirm. Was kann man bloß selbst basteln und dann verschenken? Wir sollten zum Fantasy Mountain gehen. Tina, ich brauche dich. Wer war das hier? Ein Geschenk, schön und selbstgemacht. Weg mit den Schnullern. Ich hab die Lösung, bevor die Morgensonne lacht. Ui! Die Zauberkugel funktioniert nur mit WLAN? Siehst du etwas? Es dauert nicht mehr lang. Ich warte auf Empfang. Wow! Ach, du Schreck. Und die Funktion der Kugel ist weg. Entschuldige, Sascha. Ich gehe wieder nach Hause. Große Probleme, große Lösungen. Als erstes müssen wir sicher gehen, dass Dreamy nicht zu Hause ist. Mit Profispionage. Paketdienst! Sie scheint noch nicht da zu sein. Wir suchen nach Hinweisen, damit wir ihr das perfekte Geschenk machen können. Aha, Einhörner. Können wir dir einfach ein Horn aufkleben? Wer war an meinem Notizbuch? Hoffentlich war es nur der Wind. Aber lass uns lieber das Haus absuchen. Hast du irgendwas gesehen, Wim? Es muss der Wind gewesen sein. Draußen habe ich auch niemanden gesehen. Wo läufst du hin? Das war die letzte Eiscreme für dich. Jetzt ab ins Bett. Bilder, Bilder. Oh, Einhornbilder. Die sind toll. Hey, wer ist da? Du wirst definitiv nie wieder Eiscreme essen. Na endlich, wir haben es. Wir malen ihr ein wunderschönes Einhorn. Das ist ein Geschenk, das ich selbst machen kann. Ich habe genug von magischen Zauberkugeln, Geburtstagsgeschenken und diesem verdammten Loch. Shai, bring mir die Strandschaufel. Lass uns das hier zu Ende bringen. Und dann kümmern wir uns um das Bild. Spitz deine kleinen Ohren und hör mir zu. Geld kann es nicht kaufen, denn es kommt von Herzen. Von mir für dich, weil du es bist, kleine Freundin. Das ist mein Geschenk, hier ist dein Web für dich. Tick, tick, tick. Wow, was für ein originelles Geschenk. Danke. Wir wollen Saschas Geschenk nicht verpassen. Sascha? Ich wollte dir ein schönes Bild malen, aber ich bin einfach eingeschlafen. Macht nichts. Das Wichtigste ist, dass du zur Party... Vorsicht mit dem Loch! Hey, hast du etwa dieses Loch zugemacht? Ach, das ist nicht so wichtig. Dank dir bin ich nicht wieder reingefallen. Mein Geburtstag ist perfekt. Dein Geschenk ist klasse. Wirklich? Magic Tears! Das ist das erste Mal, dass ich so ein tolles Geschenk gemacht habe, ohne es überhaupt zu merken. Cry, baby.
Hi. Hi, Crystal. Wir holen den Kamm, den ich dir geliehen habe. Oh, ja, der Kamm muss hier irgendwo sein. Oh, was ist das alles? So ein Chaos. Wirklich? Das ist kein Chaos. Das ist ordentlich. Auf meine Art. Hä? Und wo ist mein Kamm? In dem Chaos kann ich den unmöglich finden. Du musst hier wirklich mal aufräumen. Okay, könnt ihr mir helfen? Ich fühle mich nämlich ein bisschen krank. Bitte? Na klar, und los geht's. Jetzt? Ich habe was zu tun. Wichtigeres als mein Kamm zu finden? Oder im aufgeräumten Haus zu leben? Ja, ein Snowboardrennen mit Chuck. Tschüss. Wohin will sie mit diesem Bügelbrett? Crystal ist eine Katastrophe. Aber ich werde meinen Kamm finden, auch wenn wir dieses Chaos hier aufräumen müssen. Pandy, hilfst du uns, Crystals Haus aufzuräumen? Hm? Lasst uns aufräumen. Endlich! Aber ich habe den Kamm nicht gefunden. Ist okay. Wir fragen Crystal morgen. Sie wird durchdrehen, wenn sie sieht, was wir hier gemacht haben. Und fertig. Hey, wartet auf mich. Ich hoffe, dass Crystal meinen Kamm gefunden hat. Hi, Crystal. Hast du gesehen, wie wir gestern... Das ist unmöglich. Ich verstehe nicht, wie du so schnell wieder Chaos anrichten konntest. Es ist so, dass wenn ich niese... Hatschi! Crystal, du bist immer krank. Aber du musst dich organisieren. Es ist dein Haus. Alles, was ich möchte, ist mein Kamm. Was passiert hier? Lady, wo bist du? Lady? Lady! Lady, hörst du mich? Mir geht's gut. Es ist so dunkel hier unten, dass ich eingeschlafen bin. Lady, was ein Glück. Aber wo bist du? Ich weiß es nicht. Hier ist überall Kram. Hier sind verlorene Schnuller, kaputtes Spielzeug. Was ist los? Was ist los? Mein Kamm. Hier ist mein Kamm. Aber er steckt ein bisschen fest. Vielleicht einfach dran ziehen. Lady, nicht. Nicht dran ziehen. Alles fällt sonst zusammen. Zu spät. Ich habe ihn schon. Und nichts ist passiert. Oh, oh. Eine Wand voller Socken kommt mir entgegen. Siehst du eine mit Schneeflocken? Die habe ich vor Ewigkeiten verloren. Babys, das wird unheimlich. Bitte holt mich hier raus. Es wird ganz schön eng. Hilfe! Lady, schau nach etwas, um die Wände zu stützen. Hey, da ist ja mein Snowboard. Ich gehe Hilfe holen. Keine Sorge, Lady. Ich helfe dir. Danke, Crystal. Du musst mir helfen. Wir müssen Crystals Haus ganz schnell aufräumen. Nochmal? Das habe ich schon. Hau, hau, hau. Candy, bitte hilf mir. Crystals Haus ist eine Katastrophe. Nein, ich warte immer noch darauf, dass sie mir meine Krone zurückgibt. Und meine Fliegerbrille. Bitte kann mir jemand helfen. Lady ist unter Crystals Chaos begraben. Keine Sorge, wir helfen dir. Hi, Babies. Ich weiß. Ich verspreche euch, ordentlicher zu sein. Aber wir müssen Lady da rausholen. Beeilt euch! Die Wände kommen näher! Und das Schlimmste ist, es riecht nach Füßen. Du hast gestern dein Bügelbrett bei mir zu Hause vergessen. Oh je, das ist großartig, Freunde. Ich bin dann mal weg. Crystal, nimm nächstes Mal dein eigenes Snowboard. Das ist besser. Das ist es, das Snowboard. Lulu, ich liebe dich. Du bekommst all meine Parfüms. Danke, ihr habt mich gerettet. Schaut mal, was ich gefunden habe. Meine Tiara. Und meine Brille. Entschuldige, Lady. Die Wahrheit ist, dass ich eine Katastrophe bin. Außer wenn du auf einem Bügelbrett snowboardest. Magic Tears! Wie es aussieht, funktioniert die magische Träne nicht. Es ist unverändert. Crystal, es hat funktioniert. Los, du kannst anfangen. Ernsthaft? Ihr wollt mir nicht helfen? Wow.
Night, Conny. Pyjama-Party. Möchtest du zu meiner Pyjama-Party kommen? Klar! Pyjama-Party? Ich komme. Ich bin dabei. Das darf ich auf keinen Fall verpassen. Ich komme auch. Ja, ich auch. Toll! Bringt eure Lieblingspyjamas mit. Ich habe meinen jetzt schon an. Auf geht's! Halt! Lali, häng du die Girlanden auf. Lenny, du bereitest die Fotowand vor, okay? Lulu, du machst für jeden eine Halskette zur Begrüßung. Cutie, du kümmerst dich um die Kuchen, nachdem du überprüft hast, ob die Kissen auch wirklich weich genug sind für die Kissenschlacht. Ich glaube, das ist okay. Bis dahin gehe ich zu Sascha und schau mal, ob sie auch zur Party kommen will. Sascha, kommst du auch zu meiner Pyjama-Party? Ich trage meinen allerbesten. Naja, ich muss noch das ganze Haus streichen. Aber wenn ich fertig bin, komme ich vorbei. Toll, bis dann. Nein, nicht unter der Leiter durch. Das bringt Unglück. Ach, so etwas gibt es doch gar nicht. Guck, oh. Nichts passiert. Und nochmal. Oh. Und guck, immer noch kein Unglück. Ich hoffe, du hast heute Abend kein Pech. Ja, klar. Nur weil ich unter einer Leiter durchlaufe, habe ich noch lange kein Pech. Wow! Wie toll! Das sieht alles so schön aus! Ah! Oh. Oh nein! Was für eine Katastrophe! Ist schon okay. Wir bekommen das wieder hin, bevor die anderen kommen. Überraschung! Wir sind ein bisschen früher da. Wir konnten es kaum erwarten. Zeigst du uns deinen Pyjama? Jetzt? Ich gehe mich umziehen. Ihr werdet es lieben. Babys! Wow! Und jetzt noch eine Überraschung. Lass uns Fotos machen. Jetzt bin ich dran. So ein Pech, Conny. Du siehst ein wenig komisch aus. Das ist kein Pech. Als nächstes die Überraschungsboxen. Wie schön, eine Kette. Und die Aufkleber sind so toll. Wir sehen aus wie die Fantasies. Es ist nur einer übrig. Wollen wir teilen? Kein Problem, ich kann auch welche machen. Zeig mir deine Hände. Wow. Na, lass uns tanzen. Ja. So ein Pech. Das ist kein Pech. Welche Leiter? Unglück? Sascha, was ist los? Nichts, nichts. Das ist nur Unsinn. Jetzt lasst uns Gruselgeschichten erzählen. Das Baby öffnete die Tür und das Babyfläschchen war leer. Nein! Oh, Conny. Du hast echt ziemliches Pech. Okay, okay. Es ist wirklich Pech. Ich bin unter Saschas Leiter durchgegangen und sie sagte, dass es Unglück bringt und die Party ruiniert. Aber ich habe nicht auf sie gehört und deshalb läuft hier jetzt alles schief. Hey, ich habe eine Idee, wie du das Pech loswirst. Du musst rückwärts auf einem Bein hüpfen und sagen, Unglück, verschwinde jetzt. Das ist es. Lasst uns zu Sascha gehen. Ist die Leiter etwa im Haus? Seid bitte leiser. Hoffentlich klappt's. Los, los, verschwinde Unglück, verschwinde Unglück. Was ist hier los? Tut mir leid, Sascha, du hattest recht mit der Leiter. Ich habe so viel Pech. So viel Pech? Das war doch nur ein Scherz. Guck, nichts passiert. Wir haben alle mal gute und schlechte Tage. Hey, das ist ein schöner Pyjama. Ich wollte ihn zu meiner Party tragen, bis alles schiefgelaufen ist. Aber ich hatte viel Spaß. Ich auch. Das war die beste Pyjama-Party, auf der ich je war. Und die erste. Es gab einfach alles. Gruselgeschichten, Aufkleber, es wurde getanzt. Und tolle Halsketten. Das ist doch Glück, Conny. Ist es eine Pyjama-Party? Cry babies, magic tears. Die Welt voller Freundschaft.
das ansteckende Lachen. Hier ist Susu. Ich sende direkt von der Hauptstraße. Fantasy Mountain und das Fläschchental tun sich ein weiteres Jahr zusammen, um den goldenen Schnullerpreis zu verleihen. Also, wer denkt ihr, gewinnt den Schnuller als bester Tänzer? Und für das Magischste? Das Magischste ist mein Kuchen. Wow. Er ist so magisch, dass er verschwindet. Magischer Kuchen. Sie lacht so doll. Magischer Kuchen. Ich habe sogar noch im Traum gelacht. Heute Abend ist der goldene Schnullerpreis und wir haben noch gar nichts dafür getan. Wir müssen uns beeilen. Susu, du musst dich zusammenreißen. Dein Lachen ist zu ansteckend und wir können so nicht arbeiten. Wenn du nochmal so lachst, haben wir nicht genug Zeit, um alles vorzubereiten. Okay, ich lache nicht nochmal. Ich verspreche es. Und ihr bringt Susu nicht zum Lachen. Okay. Lass uns filmen. Lasst uns mit den Interviews weitermachen. Was denkt ihr? Shh, sag bloß nichts Lustiges. Stopp, Spot. Das, was du machst, ist zu lustig. Keine Sorge, ich habe noch einen Kuchen. Wow, 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 wow. 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 Ah. Das hat uns gerade noch gefehlt. Halte dir den Mund zu. Hm? Puh. Ah. Du hättest dich sehen sollen. Das war so lustig. Hört auf. Wir müssen fertig werden. Was ist hier los? Ich kann mit diesen Kopfhörern nichts verstehen. Was hast du getan? So werden sie nie fertig. Oh. Alles nur, weil ich gelacht habe. Ich wollte es nicht ruinieren. Mal sehen, ob wir den hier probieren können. Hallo und herzlich willkommen zum goldenen Schnullerpreis. Wir hatten ein kleines Problem und nicht genug Zeit, um alles ordentlich aufzubauen. Aber es geht ja um die Preise, oder? Also, der erste Preis des Abends ist für das süßeste Baby. Und der Preis geht an... Lady, Lady, Lady! Ich hab gewonnen. Nein, die Preise, die waren doch das Wichtigste. Oh nein, das ist eine Katastrophe. Alle weinen. Das kann nur Susus Lachen noch retten. Du musst uns helfen. Ich habe aber keine Lust. Schau. Los, Susu, du musst jetzt für sie lachen. Ich kann aber jetzt nicht lachen. Ich bin traurig. Ich weiß da was. Ich bin Dreamy. Und ich mache Eiscreme. Hm? Ich bin Lala. Hokus. Hokus. Hm? Ich bin Patty. Und ich kann skaten. Jetzt bist du wirklich Patty. Ich lache, bis ich traurig bin. Danke, Susu, für dein Lachen. Du bringst mich immer zum Lachen. Magic Cheer! Und der goldene Schnullerpreis für das allertollste Lachen geht an...